Hi, ich bin der Sascha. Und hallo, ich bin der José. Und wir sitzen hier, weil wir eure Hilfe brauchen. Auf der Leipziger Buchmesse 2018 hat der Sascha seinen neuen Roman vorgestellt. Und der José hat mich dabei unterstützt, weil immer wenn der José zeichnet, das die Leute anzieht. Guter Illustrator eben. Dankeschön. Bitteschön. Immer wenn ich vor Publikum zeichne, ist es so, dass ich mich inspirieren lasse, die Leute befrage, was ich reinzeichnen soll, nach ihren Hobbys frage, ihren Interessen und dann lege ich los. Und dabei hat ein Mann gesagt, zeichne doch mal ein freches Einhorn. Ja, und da habe ich einfach losgezeichnet, wie ich mir ein freches Einhorn vorstelle. Als das Einhorn fertig war, sagte eine andere Frau in der Schlange, ich will auch ein Einhorn. Dahinter war ein Mann, der sagte, ich will auch ein Einhorn. Und so kam es, dass José den ganzen Tag nur Einhörner gezeichnet hat, obwohl das mit meinem Roman gar nichts zu tun hatte. Nein. Jede Figur braucht einen Namen. Und schnell waren wir uns auch einig. Von da an hieß unsere Figur das Stinkefinger-Einhorn. Schnell waren wir uns einig, welche Charaktereigenschaften das Stinkefinger-Einhorn haben sollte. Es sollte faul sein, kein Sport, müde, durstig, sarkastisch. Es hat viel gefressen, es hat viel gesoffen, es hat, nimmt jede Party mit, aber halt so richtig, also richtig Party, so richtig Party, nicht so ein bisschen, sondern richtig. Nun ist es soweit, dass wir den Stinkefinger-Einhorn Leben einhauchen wollen. Das heißt, wir wollen ein Buch erstellen und eine ganze Welt schaffen von Stinkefinger-Einhorn. Und wie das nun mal so ist mit der Welt und mit der Bucherstellung, kostet das dummerweise Geld. Und deswegen haben wir uns überlegt, machen wir eine Crowdfunding-Aktion daraus. Lest mehr über das Projekt in der Beschreibung des Videos oder auf der Webseite vom Stinkefinger-Einhorn. Ich zähle auf euch. Ich zähle auf euch. Ja, ich auch. Also ich zähle auf euch. Ja, aber ich zähle doch auch auf die. Ja, aber ich auch. Ja, aber ich kann doch auch auf die zählen. Ja, aber ich zähle auf die. Ja, komm, von mir aus. Von mir aus. Scheißegal. Wenn du auch das Crowdfunding-Projekt unterstützen möchtest, dann folge einfach dem Link in der Beschreibung. Wir würden uns sehr darüber freuen. Wenn das Stinkefinger-Einhorn tatsächlich zum Leben erweckt wird, wirst du ein Teil davon werden. Vielen Dank.